Und das heisst, du kannst ja nicht gerade ein Produkt auswählen, sozusagen, wo unbedingt in deinem Umfeld findest, sondern wirklich, was könnten interessante Firmen sein, ja, in der Zukunft. Der Produkt ist ein Hinweis drauf für die Firma, also dein Apple ist ein Hinweis drauf. Wenn du merkst, Apple hat irgendwie eine falsche Strategie und du siehst auch, Apple ist teuer, dann kaufst du sie nicht. Mhm. Aber wenn du jetzt das Gefühl hast, Microsoft hat ein paar gute neue Sachen gemacht, Produkte, und eigentlich sind sie billig. Mhm. Muss aber beides stimmen. Mhm. Oder? Du darfst nicht die Frage, soll ich die Aktie kaufen, beantworten mit, will ich das Produkt kaufen. Das ist ganz wichtig. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Und darum ist die Lernphase so wichtig. Weißt, darum solltest du heute mit 33 schon anfangen, mit Aktien sparen und anlegen, weil dann lernst du, über 10, 15 Jahre lernst du, das zu trennen, was eine Firma wert ist und was sie für Produkte gemacht haben. Und du lernst dann anfangen, dir zu überlegen, ob du in die Firma investieren willst. Und du kannst das trennen vom, ob ich das Produkt kaufen will. Das ist aber gleichzeitig auch, dass mein Know-how eigentlich wird mit dem Machen in dem Sinn bis dorthin kommen, dass ich eben das Know-how wirklich habe, für selber mit Aktien zu sparen. Du wirst dich sicherer fühlen mit der Zeit. Du wirst mit einer Viertelstunde, einer halben Stunde Aktienanalyse nie können eine unglaubliche Aktienrendite jenseits des Marktes erwirtschaften. Aber das Entscheidende ist nicht, ob du viel Geld verdienst mit Aktien. Das Entscheidende ist, dass du die Marktrenditen bekommst, ohne Kosten von Beratern. Das ist eigentlich das Entscheidende.